Willkommen zurück, jetzt mit Bild und Ton. Ja, wir haben uns eben den Film ID Without Colors angeschaut. Ein Dokumentarfilm, der Racial Profiling vor allem in Deutschland und auch mit Schwerpunkt auf Berlin thematisiert. Ja, wir fangen erstmal an mit einer kleinen Übersicht. Und zwar, wir hatten es eben schon thematisiert im Film. Es gab mehrere Gerichtsurteile in den letzten Jahren, vor allem auf der anderen Seite der Republik, im Bereich Rheinland-Pfalz, Koblenz, die auch ein bisschen Bewegung in die Diskussion in Deutschland gebracht haben. Wir hatten einmal das Gerichtsurteil von März 2012 des Verwaltungsgerichts in Koblenz. Da Hintergrund war, dass ein 25-Jähriger, wie auch eben beschrieben wurde, im Zug kontrolliert worden war, hatte dunkle Hautfarbe und hat sich da ungerecht behandelt gefühlt. Zum Gerichtsverfahren ist es aber gekommen, weil er angeprangert hat, das seien NS-Methoden gewesen. Deswegen ist er wegen Beleidigung vor Gericht gezerrt worden von den Beamten. Vor Gericht hat dann einer der Beamten ausgesagt, dass er diesen jungen Mann eben kontrolliert hätte, weil er eine andere Hautfarbe hat aufgrund seines Aussehens. Das Gericht hat dann im Laufe des Verfahrens festgestellt, dass die Kontrolle aufgrund der Hautfarbe in Ordnung sei. Dieses Gerichtsurteil wurde dann im Oktober 2012 vom Landgericht Rheinland-Pfalz wieder kassiert und dort wurde eben das verworfen. Es gab eine Entschuldigung der Bundespolizei an die betroffene Person und dann gab es 2014 noch ein Urteil, wieder Verwaltungsgericht Koblenz, diesmal in eine andere Richtung. Ein Ehepaar wurde im Zug kontrolliert und hat dann eben Recht bekommen, dass diese Form von Kontrolle so nicht angemessen war. Die Frage geht jetzt erstmal an Jamie Shearer. Jamie, du bist im Bundesvorstand des ISD, Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Außerdem bist du im Vorstand der europäischen Organisation ENA, European Network Against Racism und noch in vielen anderen Zusammenhängen mit dem Thema befasst, unter anderem eben auch in mehreren Kampagnen aktiv gewesen. Könntest du vielleicht einfach mal ein bisschen den aktuellen Stand hier in Deutschland auch anhand der Gerichtsverfahren der letzten Jahre darstellen, auch so ein bisschen, was die Stimmung ist. Ich würde dann gern nachher noch ein bisschen stärker auf Berlin eingehen, aber jetzt erstmal so ein bisschen die Situation in Deutschland. Genau, also du hattest ja schon angerissen, letztlich was der Auslöser war. Ich meine, Biblab hat zum Beispiel, arbeitet schon viel, viel, viel länger zu dem Thema und COP arbeitet zum Beispiel auch schon viel länger zu dem Thema. Racial Profiling ist eine Realität für schwarze Menschen in Deutschland und auch in unseren Communities ist es deutlich länger bereits einfach ein Reflex, also sprechen Menschen darüber und artikulieren das, aber der Auslöser war halt tatsächlich dieses, es war kein Urteil, es war eine Klageabweisung, was letztlich dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, es kann halt irgendwie so nicht weitergehen, also so eine tatsächliche Entrechtung, die uns sozusagen entgegengeworfen wird, weshalb wir dann drumherum Kampagnenarbeit gemacht haben. Wir haben eine Petition gestartet. Die erste Petition hat 15.000 Stimmen gewinnen können. Wir haben Infotische gemacht. Wir sind mit Leuten wirklich in Dialog gegangen auf der Straße. Wir haben aber auch Flashmobs gestartet in vier deutschen Städten. Und war das 2012? Das war alles 2012 und man muss dazu sagen, es passiert auch alles zeitgleich mit Trayvon Martin damals. Also das heißt, auch Racial Profiling war auch transnational oder im internationalen Kontext sichtbar und nicht nur im deutschen Kontext. Und es hat sich ganz gut ergänzt, diese Öffentlichkeit, die es bereits gab, da zu nutzen und das Thema eben auch in Deutschland auf die Agenda zu rufen und zu sagen, hier gibt es Probleme. Wir sind auch mit dem Kläger in Kontakt getreten, waren auch bei der Gerichtsverhandlung dabei. Die betroffene Person ist ja in diese Situation geraten, nicht weil sie unbedingt klagen wollte, sondern weil sie eben wegen Beleidigung selbst vor Gericht stand und dann beschlossen hat, dagegen was zu machen, als es dann so offensichtlich war, was er ja vorher schon vermutet hatte. Und das heißt, es ist unglaublich mit Zeit und Geld verbunden, solche Dinge zu machen. Und wenn man da nicht die ausreichende Unterstützung hat, ist es für viele Leute eigentlich attraktiv, direkt drauf zu verzichten und sich das nicht anzutun. Deswegen ist es ganz wichtig, Prozessbeobachtung zu machen, was Biblab auch oder was COP ganz viel macht auch und eben dem Öffentlichkeit zu geben. Und die Kampagne war halt eine Art. Wir haben es auch mit Pressemitteilungen und Ähnlichem begleitet.
Und was wir da oder was man dort so ein bisschen gesehen hat, ist eben ein bisschen Diskurswandel, also dass das Thema breit reflektiert wurde, dass auch Medien das so aufgegriffen haben, das Thema, nicht nur, weil wir jetzt dann irgendwie eine Pressemitteilung gemacht haben, sondern auch eigenständig darüber geschrieben wurde, Erfahrungen breiter rezipiert wurden, also es auch weggegangen ist aus diesem Einzelfallverständnis und angefangen wurde, darüber zu sprechen, dass das eine strukturelle Dimension ist in Deutschland und institutioneller Rassismus eben auch hier Realität ist. Und in der zweiten Petition, wenngleich es halt einen relativ positiven Ausgang gab, also mit dieser Entscheidung, was ja auch wieder kein gefälltes Urteil ist. Also die von 2012 oder von 2012? Die von 2012, ja. Genau. 2014 ist eine richtige Gerichtsentscheidung, ist aber letztlich auch nicht gegen Racial Profiling, sondern dann geht es darum, wo darf geprofiled werden. Also das Ehepaar, was dort Recht bekommen hat, da ging es darum, dass innerhalb Deutschlands kontrolliert wurde und zwar nicht wie normalerweise vorgegeben 30 Kilometer innerhalb der Landesgrenze, sondern dass die Fahrt des Zuges innerhalb Deutschlands so oder so die ganze Strecke war und dass, wenn der Zug sich so oder so nur innerhalb Deutschlands aufhält, warum kontrolliert man dann auf illegalisierte Migration hin? Genau, und das war dann der Grund, warum in diesem Fall Recht gesprochen wurde. Aber was wir halt sehen, ist, dass sich eben, wie auch schon gesagt wurde, mit der schönen geistigen Rechtspflege, sich zunehmend unterschiedliche Parteien zu Wort gemeldet haben. Die Bundesregierung hat ganz lange gesagt, Racial Profiling gibt es nicht, weil es verstößt gegen das Grundgesetz. Und damit ist die Sache so gegessen gewesen von deren Seite, woraufhin eben die VertreterInnen der Polizeigewerkschaft immer gesagt haben, naja, wenn man sich die Praxis anguckt, läuft es anders. Was sich positiv entwickelt hat, denke ich, ist, dass Karamba Diaby zum Beispiel von der SPD gesagt hat, Racial Profiling passiert mir auch, dass eben auch andere Medien, weiß ich nicht, es gab einen Monitorbeitrag zum Beispiel auch zu Racial Profiling, dass mehr und mehr Leute darüber sprechen und mehr Gesichter dazu oder Menschen bereit waren zu sagen, natürlich ist das einer meiner Erfahrungswelten hier in Deutschland. Und ich glaube, so ändert sich doch sehr langsam was, aber was man eben auch sieht und was auch Taye schon in dem Film gesagt hat, die Bündnisarbeit ist ganz wichtig, dass größere Organisationen das aufgegriffen haben, also das Deutsche Institut für Menschenrechte arbeitet sehr intensiv zu dem Thema, Amnesty International arbeitet sehr intensiv zu dem Thema, COP arbeitet zu dem Thema, ISD arbeitet zu dem Thema, es gibt verschiedene Akteurinnen, Akteure, die da zu arbeiten und das ist, glaube ich, auch einer der Faktoren, warum sich viel bewegt. Mhm. Oder einiges bewegt, viel möchte ich jetzt nicht sagen. Ja, danke erstmal. Mhm. Ich würde jetzt die gleiche Frage nochmal an Bipla Basu geben. Bipla Basu ist Gründer der Initiative Kampagne für die Opfer rassistischer Polizeigewalt. Das heißt, eine Gruppe, die eben auch Prozessbegleitung macht, die Menschen begleitet, die aufgrund rassistischer Polizeierfahrungen oder Polizeigewalterfahrungen und Polizeikontrollen vor Gericht gelandet sind. Ich würde auch gerne einfach wissen, was hat sich in den letzten 3 Jahren ungefähr verändert seit 2012? Das Thema ist präsenter. Ist es letztendlich auch besser geworden? Haben Sie persönlich auch die Erfahrung gemacht, dass es mehr Fälle gibt oder dass mehr Menschen sich auch einfach trauen, vor Gericht zu gehen oder auch einfach trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen oder sich zum Beispiel an den Kopf zu wenden? Ja, was hat sich geändert? Also die Praxis der Polizei hat sich nicht viel geändert. Also Polizei macht nach wie vor Kontrollen. Es ist, wovon Jamie vorhin gesprochen hat und wo Sie auch angesprochen haben, die Fälle waren von der Bundespolizei, die im Zug. Mhm. Und da sind im Zug, beziehungsweise wo Bundespolizei tätig ist und ihr Arbeitsgebiet ist, da gibt es diese Art von Kontrolle und das ist auch nicht weniger geworden und wird auch nicht so, meines Erachtens, so wird nicht weniger. Darauf komme ich nachher, aber meines Erachtens, also ich sage immer, da sind die diese rassistisch motivierte Kontrollen im Zug sind, nenne ich Soft Profiling, Racial Profiling. Und dann gibt es innerhalb des, Landesgrenze meine ich jetzt Bundesstaats-, Bundeslandgrenze wie Berlin
gibt es Hard Racial Profiling. Das heißt, Menschen, die auf der Straße in Kreuzberg, Neukölln, Wedding, wo auch immer angehalten werden, die werden nicht nur nach ihrem Ausweis gefragt und dann gehen lassen, sondern sehr häufig eskaliert das, indem dass die Menschen auch durchsucht werden, auf der Straße ihre Hose runterziehen müssen und Schuhe ausziehen müssen. Und wenn sie das so sofort nicht mitmachen, dann werden sie auch verprügelt, da werden sie misshandelt und sehr häufig auch müssen sie ins Krankenhaus gehen. Deswegen nenne ich das Hard Racial Profiling und das hat sich nicht weniger geworden. Was aber sich geändert hat durch diese Diskussionen und Engagement vieler Menschen, sind die Informationen sind angekommen, dass es ungerecht ist, dass wir dagegen was machen können, dass auch sehr viele Menschen, die nicht direkt davon betroffen sind, kommen nach vorne und protestieren dagegen und verlangen von der Polizei auch eine Erklärung. Das sind die Veränderungen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, die Polizei ist auch nicht auf der Stufe geblieben, die sie vor 5 Jahren waren, sondern sie sind schlauer geworden. Sie haben auch schlaue Antwort parat, wie etwas wie, nein, das ist ein gefährlicher Ort, das hier dürfen wir kontrollieren und sie müssen sich jetzt entfernen von diesem Ort, weil sie uns stören, unsere Arbeit stören, etc. etc. Und sie haben auch eine Methode der Einschüchterung entwickelt, zum Beispiel, wenn man gegen diese Art von Kontrollen protestiert dann, und sagt, naja, das, was sie tun, ist nicht richtig, das ist rassistisch, dann bekommen die Protestierende auch eine Anzeige gegen sich und das ist wegen Beleidigung rassistisch. Also das heißt, die Polizei sagt immer, in der Regel, das wissen wir alle, Polizisten sind immer zu zweit, zu dritt, zu viert, und die Protestierenden sind vielleicht alleine oder zu zweit, dann wird gesagt, naja, diese Person hat mich als Rassist beleidigt und die Gerichte sind sehr willig. Gerichte sind willige Helfer der Polizei und verurteilen sofort nach irgendwelcher Geldstrafe. Deswegen denke ich, was sich geändert hat, ist diese Bewusstsein der Menschen, dass es ungerecht ist und dass die Polizisten, Polizeibeamten das schon im Kopf haben, dass ein schwarzer Mensch ist ein potenzieller Krimineller. Und das sehen wir auch in der Gegend, Görlitzer Bahnhof, Görlitzer Park. Also eigentlich muss man ein Schild anbringen, verboten für Schwarze. Da muss man ein Schild anbringen von Stadtverwaltung bzw. Bezirksverwaltung, weil jeder schwarze Mensch, der da ist und sich aufhält und wird kontrolliert, wird gedemütigt, wird beleidigt. Und es ist ungefähr das Gleiche wie vor einigen Jahren in Hasenheide, Hammernplatz, Breitscheidplatz auch geschah. Ja. Also das heißt, es unter anderem hat sich das jetzt rauskristallisiert, dass Polizeibeamte stärker für das Thema sensibilisiert sind, aber nicht unbedingt auf einer Ebene, dass sie darauf achten, wo sie selber Vorurteile haben oder eben Menschen aufgrund von ihrer zum Beispiel Hautfarbe eben irgendwie einordnen, sondern stärker im Sinne von, wo kann mir was passieren, wie kann ich mich anders ausdrücken, wie kann ich das Gleiche mit anderen Worten, mit anderen Taten machen, ja. Oder eben auch ein bisschen bedrohlich auftreten, falls mir jemand sich beschweren kann. Genau. Und wir versuchen auch Menschen durch unsere Kampagne, also COP-Kampagne, Menschen in Anführungszeichen Instrumente in die Hand zu geben, wie sie dann die Polizei konfrontieren können.
ein ganz kleines Beispiel ist, Polizeibeamten sagen sehr häufig, gehen Sie weg, sonst bekommen Sie einen Platzverweis. Hm. Und wir sagen, naja, das darf die Polizei, aber Sie dürfen auch die Polizei dann zum Beispiel ihr Personalien geben und sagen, bitte schicken Sie mir einen schriftlichen Bescheid über diesen Platzverweis und ich würde das überprüfen, ob Sie das durften an dem Tag, weil ein Platzverweis ist ein Verwaltungsakt und jeder Verwaltungsakt muss auch schriftlich begründet werden, wenn der Betroffene das auch so will. Daher die Polizeibeamten sind verpflichtet und so ähnliche Instrumente geben wir, damit der Mensch auch gestärkt ist in seinem Auftreten. Mhm. Ja. Ich würde gerne erstmal noch kurz auf die Ursachen von Racial Profiling auf der Bundes- oder auch europäischer Ebene eingehen. Da sind ja jetzt mehrere schon diskutiert worden, sowohl im Film als jetzt auch in der Diskussion. Zum einen ist es ja so, dass eben auch beschrieben wurde, dass es natürlich Vorurteile seitens der Polizeibeamtinnen gibt. Wäre noch die Frage, gibt es Gesetze auf Bundesebene, die dieses Verhalten sozusagen auch befördern? Ja, also ich glaube, es ist eindeutig, dass es verschiedene Komponenten gibt, also auf der Bundesebene und der gesetzlichen Ebene definitiv. Also es sind halt die verdachtsunabhängigen Polizeikontrollen, die dem Ganzen Vorschub leisten, aber das auch nur, weil wir ein gewisses Verständnis haben, dass Deutschland eine weiße Nation ist. Also wenn wir Deutschland nicht als weiß konstruieren würden, dann würden wir nicht immer Menschen kontrollieren, die nicht weiß sind. Das heißt, zum einen muss definitiv, und das ist halt stark diskursiv geprägt, und ich glaube, die Veränderungen, die wir derzeit haben, sind halt wirklich nur diskursiv und sind halt noch nicht im Handlungsbereich. Was halt Bibab sagt, es fehlt uns noch an politischer Handlung im Sinne von Gesetze werden geändert oder es wird so in die Tiefe, ja, es werden irgendwelche Handlungsoptionen erarbeitet. Da sind wir tatsächlich noch nicht und da muss sich dafür noch einiges bewegen. Und ich denke, da gibt es halt eben je nach Ebene, weil Racial Profiling gibt es immer, das ist, was Bibab auch schon gesagt hat. Also das Light Racial Profiling macht sich halt an vermeintlich illegalisierter Migration fest und dass die Menschen deshalb rausgezogen werden. Und hier in Berlin sind es halt gefährliche Orte, die wesentlich weniger durchsichtig sind, wo nicht so klar ist, wo sind die, weshalb. Aber da sind ebenfalls Stereotype und das ist auch, was gerade Kilomba bereits im Film gesagt hat. Wir wachsen in Deutschland auf, aber auch überall sonst mit gewissen Stereotypen, die aus dem kolonial rassistisch geprägt sind und damit einhergeht halt, dass schwarze Menschen Drogendealer sind oder kriminell sind. Und das abzurufen, das ist dann im Rahmen der Polizeiarbeit gang und gäbe. Und dann sind wiederum diese gefährlichen Orte eben jene Orte, wo genau diese Stereotype abgerufen werden und wo dann gesagt wird, naja, gefährliche Orte sind wahrscheinlich nicht, ist nicht Hans-Dieter mit blauen Augen und ne, blondem Haar, mhm. sondern Murat und weiß ich nicht, wie sie heißen. Aber so, und diese Stereotype spielen dann da rein und das ist eben eine Verknüpfung. Also es gibt immer irgendeine Gesetzeslage, die es möglich macht, Racial Profiling zu betreiben, diese Praxis anzuwenden, wenngleich das auch immer nur funktioniert, wenn wir einen gewissen Wissensstand haben. Und dieses rassistische Wissen ist halt Teil unserer Gesellschaft und Teil unseres Wissenssystems. Also auch, wie das bereits konstruiert wird in der Schule. Also ich denke, Polizeibeamten wie auch die Politik, Wissenschaft, bürgerliche Welt, sie denken in rassischen Kategorien. Das heißt, die Polizeibeamten, worüber jetzt wir sprechen, sie haben das im Kopf, dass die Menschen, die teilen Menschen in Rassen und denken, diese Rasse hat bestimmte Eigenschaften und entsprechend verhalten sie sich. Und deswegen, sie können nur, weil die Polizei auch eine sehr hierarchisch organisierte, wie ein Pyramid, eine Organisation ist, die Polizei kann eigentlich nur von oben angeordnet werden, diese Praxis zu, also aufzuhören mit dieser Praxis,
ob ihr Gedanken ändern wird oder nicht, das kann ich nicht sagen. Und das ist auch nicht erstmal wichtig, sondern wichtig ist, dass sie ein Riegel vorgeschoben bekommen. Und das kann natürlich ein Urteil vielleicht dazu helfen. Was sie tun immer, sie verhandeln einen Einzelfall. Das heißt, in dem Moment, wo dieser Einzelfall verhandelt wird, wird auch eine Einzelfallentscheidung getroffen. Sogar sehen Sie auch das Urteil, nehmen wir an, das sogenannte Kopftuchurteil vom Bundesverfassungsgericht von 2005. Auch das Urteil wurde kassiert, indem dass die Länder, also das Urteil hat schon erstmal eine Möglichkeit angeboten, dass die Gesetzgeber neue Gesetze erlassen können, um Bundesverfassungsgerichtsurteil zu kassieren. Deswegen meine Meinung ist, dass in Deutschland, sowohl in verschiedenen Bundesländern, auch in Bundesgebiet, also meine ich jetzt als im Bundestag, müssen solche Gesetze geben, die Racial Profiling benennen und verbieten. Nur dann kann man Racial Profiling stoppen. Sonst, das wird so nicht aufhören. Das heißt, es würde jetzt nicht reichen, die Gesetze abzuändern, die momentan eben speziell den Fokus auf Kontrolle illegalisierter Einreise setzen. Nein, illegalisierte Einreise, die sind alle Konstruktionen, die sind alles falsch, die sind vorgeschobene Argumente. Diese Straßenkriminalität ist eigentlich, weiß die Polizei, weiß die Politik, ist eigentlich Pipifax. Die sind keine Kriminalität. Das ist überall in der ganzen Welt ist das so. USA hat schon seit 20 Jahren gezeigt, US-Wissenschaftlern, dass diese Straßenkriminalität ist nur ein vorgeschobenes Argument. In Deutschland ist auch nicht anders. Das wissen die auch, Kriminologen wissen schon. Das sind diese kleinen Kriminalität, wovon sie reden. Sie machen daraus ein großes, sie machen Angst. Und dann sagen wir, also Bürgerinnen und Bürger sagen, oh ja, geh nicht nach Kreuzberg, da gibt es Drogendealer, die fressen euch auf. Das ist eigentlich Angstmache, um ihre rassistische Politik zu unterstützen. Mhm. Und das ist, über die Kleinkriminalität können wir reden und Das sind keine richtigen Argumente. Eigentlich, was sie wollen, ist, dass sie in der Gesellschaft, und davon bin ich überzeugt, die Politik und Behörde wollen in der Gesellschaft diese rassistische Struktur beibehalten. Mhm. Schwarzen, also nur als plakativ gesagt, Schwarzen sind kriminell, die gehören nicht zu uns, die müssen immer gesagt werden, du gehörst nicht zu uns, du gehörst nicht zu uns. Sonst wäre doch ein Land, wo über 50 Jahren die Türken leben, auch deren Sprache wäre doch mittlerweile eine Zweitsprache geworden. Nein, das wird immer gesagt, du gehörst nicht zu diesem Land. Mhm. Und deswegen solche unmögliche Debatte über, gehört, wie heißt das, Islam zu Deutschland, gehört das zu Deutschland, gehört das. Mhm. Die entscheiden, was zu Deutschland gehören soll. Und das ist diese rassistische Politik, entscheidet, wie die Polizei arbeiten soll und wie die gesellschaftliche Aufteilung funktionieren soll. Racial Profiling ist ein Instrument, um diese Aufteilung auch permanent vor Augen zu führen. Wenn ich da auch noch was anfügen darf. Ich glaube, nämlich ein ganz wichtiger Moment, den man da auch nicht vergessen darf, ist, was macht Racial Profiling im öffentlichen Bild? Also in dem Moment, wo von außen Menschen immer sehen, dass People of Color und schwarze Menschen kontrolliert werden, prägt das auch das gesellschaftliche Bild als kriminelle Person. Und auch, was macht es mit der Person, die dann eben den Charme empfindet, sich auch probiert abzugrenzen? Also es gibt verschiedene Dimensionen, die da
glaube ich, bei mitgedacht werden müssen. Was macht es mit unserer Gesellschaft, schwarze Menschen immer als jene zu sehen, die irgendwie angehalten, kontrolliert und so weiter und so fort werden. Und auch self-fulfilling prophecy, ne? Also wenn eine Polizei den ganzen Abend lang nichts anderes macht, außer People of Color und Schwarze anhalten, naja, irgendwann wird irgendwas dabei sein, was rausgezogen werden kann. Und auch das manifestiert sich dann bei denen. Das heißt, die Vorurteile bestätigen sich dann letztendlich sogar selbst. Ja. Ich würde noch gerne wissen, was für Erfahrungen gibt es sozusagen auf europäischer Ebene in anderen Ländern oder im Vergleich mit den USA? Ist da Deutschland irgendwie besser oder schlechter, oder ist es einfach insgesamt das gleiche Situation, ähnliche Ausgangslage? Willst du oder soll ich? Also es gibt keine gleiche Ausgangslage. Und ich glaube, Biblab hatte das auch im Film schon gesagt, dass einfach in Großbritannien zum Beispiel oder in den USA es eine Anerkennung dafür gibt, dass es ein Problem gibt. Und in Deutschland, und das heißt auch, dass es Handlungsoptionen besprochen und diskutiert werden und wie gehe ich mit Racial Profiling als Problem um. Wenn wir aber noch in dem Status sind, wo das immer noch probiert wird zu negieren, dann gibt es dafür keine Programme, dann wird das in der Polizei nicht als Problem diskutiert, dann haben wir weiterhin interkulturelle Trainings, wenn es eigentlich um antirassistische Trainings gehen müsste, wenn es eigentlich darum gehen müsste, wie verhindere ich Racial Profiling oder rassistisches Verhalten während Polizeiaktionen und so weiter und so fort. Das heißt, das Problem wird nicht angegangen. Was ich aus einer betroffenen Perspektive so mitbekomme, ich bin viel im europäischen Kontext mit anderen schwarzen Selbstorganisationen in Verbindung, und was ich dort sehe und mitbekomme, ist, dass Racial Profiling überall stattfindet. Mhm. Meistens auch nach den gleichen Legitimationsschemata funktioniert. Wir hatten kürzlich einen Fall, das war Anfang des Jahres in Portugal, wo dadurch, dass es Wohnraumsegregation für schwarze Menschen gibt, die Polizei dort hingegangen ist, mit Gummigeschossen rumgeschossen hat und deutlich sehr invasiv dieser Community gegenüberstand, Menschen krankenhausreif geschlagen wurden. Also, und das ist auch Teil, dass es dort viel Polizeigewalt gibt, auch viele junge schwarze Menschen umgebracht wurden in der Vergangenheit und die ungeklärt ist. Es gibt keine Untersuchungen. Also es gibt unterschiedliche Ausformungen davon, die sehen in europäischen Ländern unterschiedlich aus, und wie das verhandelt wird und wie damit umgegangen wird, hat oft auch mit einer gewissen Geschichte zu tun. Wahrscheinlich wird dann auch schwarz oder POC auch anders konnotiert in der Gesellschaft, in den jeweiligen Ländern. Ja, also fängt schon an mit Begrifflichkeiten wie POC zum Beispiel oder schwarz, sind es überhaupt Begriffe, die verwendet werden? Ich meine, hier auch in Deutschland war ja lange Zeit immer ist immer noch Mensch mit Migrationshintergrund. Was bedeutet das? Wie konnotiert das? Was macht das mit dem, wie sehe ich Minderheiten oder wie sehe ich das Problem? Wie gehe ich daran? Genau, aber grundsätzlich lässt sich sagen, zu dem Thema Racial Profiling gibt es viel zu machen. Was ich noch sagen wollte, in UK zum Beispiel gab es den Macpherson Report, nachdem Steve Lawson, Lawrence, genau, umgekommen ist. Der wurde an der Bushaltestelle von Nazis umgebracht, und ein Freund wollte Hilfe holen, und dieser Freund wurde dann festgenommen infolgedessen, obwohl er eigentlich Hilfe holen wollte, und die Person ist verblutet. Und das hat dazu geführt, dass mal ein Grundsatz grundsätzlich hinterfragt wurde, wie funktioniert das System und haben wir ein Problem mit Racial Profiling. Der Bericht ist jetzt, ne, hat auch kritische Punkte, aber es hat dazu geführt, dass es einen Wandel im Verständnis dazu gab, dass es eben institutionellen Rassismus gibt in der Polizei und das, was gemacht werden muss. Und wir hatten ja letztlich mit NSU und der Kriminalisierung von jenen Personen, die eigentlich betroffen waren, auch so einen Moment, nur da ist jetzt nichts passiert. Also wir haben das verpasst letztlich. Ja, wir hatten im Januar, glaube ich, ein Interview von Maaßen, dem Verfassungsschutzchef, mit der Taz, wo er gesagt hat, der Verfassungsschutz trägt keine Schuld an den NSU-Morden. Also da scheint jetzt tatsächlich so ein bisschen die Bereitschaft, auch Verantwortung zu übernehmen in der Mehrheitsgesellschaft, scheint letztendlich jetzt ausgelutscht zu sein, es scheint sich ausgelaufen zu haben. Sie sehen schon diese ganze NSU-Geschichte, dass die Polizei, gesamte Polizeiapparat, also von Uniformierte bis zu Geheimdienstler, alle haben nach diesen Kriterien, rassischen Kriterien gearbeitet.
Ja, das Gesamte ist ein Produkt von Racial Profiling neben Hilfeleistung. Also ich bin auch davon überzeugt, dass auch Teile der Polizei mitgemacht hat. Davon bin ich auch überzeugt. Aber das ist eine ganz andere Debatte. Mindestens das kann man feststellen, dass die Polizei von A bis Z das Ganze nach dem Muster Racial Profiling gearbeitet hat. Und das haben Politiker wiederum versucht zu verniedlichen, indem dass sie gesagt haben, das ist ein Versagen. Diese Art von Arbeit Versagen zu nennen, ist schon ein Versagen, dass die Politik das Ganze verniedlicht in dieser Weise. Jetzt zurück zu Europa. Ich denke, also ich weiß auch, dass in allen europäischen Ländern gibt es also Racial Profiling. Ich meine jetzt nicht nur EU, sondern Gesamteuropa. Aber was natürlich, warum ist Deutschland wichtig? Ist nicht, weil ich in Deutschland lebe und arbeite, sondern Deutschland ist einer der mächtigsten Länder in Europa. Ist tonangebend, Deutschland. Daher es ist natürlich sehr wichtig, wie hier das Ganze sich entwickelt. Sowohl die Praxis der Polizei als auch die Arbeit der Arbeit dagegen, gegen Racial Profiling. Und ich denke, das ist also in Deutschland deswegen versuchen wir alle gewisse Linie zu finden, die vielleicht auch in Europa bestimmte Vorreiterrolle spielen kann. Großbritannien hatte zeitlang gemacht, aber dann die konservative Regierung bis auch die Labour-Regierung davor, am Ende der Labour-Regierungsperiode, haben vieles zurückgenommen. Zum Beispiel in Großbritannien gab es eine Verordnung, dass die Polizeibehörden überall Buch führen mussten, wen sie anhalten, warum sie anhalten, deren ethnische, rassische oder was auch immer, wie in Großbritannien kategorisiert wird, dass sie das aufzeichnen. Aber dann irgendwann mal haben sie das geändert, umgeschrieben, dass die Polizeibehörden nicht verpflichtet sind, aber es wäre schön, wenn sie das machen. Sofort haben viele Polizeibehörden dann das Ganze zurückgenommen, diese Formulare ausfüllen etc. etc. Und das hat dann, also Großbritannien, die bis dahin eine Vorreiterrolle gespielt hat, hat das Ganze zurückgenommen und entsprechend verhalten auch alle anderen europäischen Länder. Deswegen also sind wir auch, also sagen wir immer, dass Deutschland, in Deutschland auch so etwas wie in Großbritannien, wie in verschiedenen US-Bundesstaaten die Praxis ist, dass die Polizei, wenn sie jemanden anhalten, dann sofort das auch dokumentieren sollen und damit man auch irgendeine Grundlage hat, die Öffentlichkeit davon zu informieren, ob das, was wir behaupten, Racial Profiling, ob das stimmt oder nicht. Und ich denke, wir müssen auch da aufhören zu sagen, wir haben die Verantwortung nachzuweisen, zu beweisen, ob Polizei sich so verhält, sondern ich denke, jetzt müssen die Polizeien, also Bundes- und Landespolizeien, sind im Zug, dass sie jetzt nachweisen müssen, beweisen müssen, dass sie das nicht tun. Sie haben das Formular angesprochen. Dann würde ich da auch gleich mal drauf eingehen. Das ist letztes Frühjahr offiziell vorgestellt worden. Das war ein Vorschlag zum Verhalten von Polizei bei Kontrollen.
Da stehen Angaben drin, wie zum Beispiel Dienststelle, dann Uhrzeit, Dauer der Kontrolle, Namen und Angaben zur kontrollierten Person. Mhm. Da steht hier auch mit Migrationsgeschichte, ohne Migrationsgeschichte, Aufenthaltsstatus, Staatsangehörigkeit, Alter, Wohnort und so weiter. Das war jetzt ein Vorschlag, der dazu dienen soll, dass Kontrollen der Polizei stärker mit dem Bewusstsein durchgeführt werden, dass das danach eben auch Konsequenzen haben kann, wenn genau. Zum Beispiel bestimmte Bevölkerungsgruppen anderen Kriterien unterliegen bei Kontrollen als andere Gruppen. Hier, wie Sie selbst auch erlebt haben, da an dem Tag, wo wir das dann gemeinsam vorgestellt haben, gleich an dem Tag ist die Fernsehteam von RBB zur Polizeipräsidium gefahren mit diesem Formular und wollte wissen, ob die Polizei eine Stellungnahme dafür gibt. Und die Polizeipressesprecher oder wer auch immer gesagt hat, nee, wir kennen diese Formular nicht, können wir auch nicht darüber reden. Danach gab es eine Veranstaltung organisiert von Liga für Menschenrechte. Und dort haben sie Polizeipräsidium eingeladen und sie haben diese Einladung nicht angenommen, weil sie gesagt haben, wir lassen uns nicht von so einer Organisation wie COP vorführen bei dieser Veranstaltung. Und danach hat aber auf Initiative der Liga für Menschenrechte gab es ein Treffen. Da war ich selbst auch vertreten, also ich habe COP vertreten. Und der Polizeipräsident Kant und sein Stab, 5, 6 Leute, die waren da. Und erstmal haben die alle gemeinsam verleugnet, dass es sowas gibt und deswegen brauchen sie kein Formular. Und nach und nach und nach im Gespräch haben sie dann gesagt, na gut, also wir glauben zwar nicht, dass es notwendig ist, aber wir wollen mit ihnen im Gespräch bleiben. Und das war im Mai letzten Jahr, Mai glaube ich, ja, da kurz danach, nach dieser Vorstellung. Und dann haben sie gesagt, im Oktober, November werden sie auf uns zukommen und mit uns nochmal treffen, nachdem sie in ihrem Stab über diese Formular diskutiert hat. Und? Und daraus ist nichts geworden. Also mit anderen Worten, die Polizei in Berlin braucht 10 Monate, um ein, um ein vierseitiges Formular zu lesen und zu verstehen. Und sich dazu eine Meinung zu bilden. Genau, und wir haben gesagt, es ist gar kein Problem, dass sie andere Meinungen sind. Aber lass uns doch diskutieren über dieses Formular. Und vielleicht haben sie andere Ideen, wie man diese, das ist nur ein Vorschlag, dass man diese Kontrolle auch dokumentiert und Menschen auch stärkt damit, indem dass der Kontrollierte auch ein Urkunde in der Hand hat, ein Dokument in der Hand hat, weil überwiegende Mehrheit eigentlich werden gar nichts bekommen. Die bekommen gar nichts. Sie haben jetzt Kant erwähnt und das war jetzt, ist schon ein bisschen länger her letztendlich, aber es gibt da noch ein schönes Zitat aus einem Interview, was er mit dem Neuen Deutschland geführt hat von Dezember 2013. Ja. Vielleicht hat sich seitdem ja schon was verändert, aber das Zitat ist jedenfalls, er wurde gefragt nach interkultureller Kompetenz und auch nach dem sogenannten Racial Profiling. Die Antwort war, in der Berliner Polizei gibt es kein strukturelles Racial Profiling, Punkt. Wir schreiten ein oder kontrollieren ausgehend von der polizeilichen Analyse. Das heißt, wir schaffen uns ein Lagebild, zum Beispiel im Bereich des Rauschgifthandels. Aber auch schön, ne? Er wird nach Racial Profiling gefragt und er sagt, wir verschaffen uns ein Lagebild im Bereich des Rauschgifthandels. Also da merkt man schon irgendwie, wie da sozusagen die Synapsen auch ein Stück weit vernetzt sind. Natürlich verhält sich ein Dealer anders als ein Passant. Da geht er dann gleich in den Kasus Knactus. Da kann man die Dinge zuordnen, logisch und kriminalistisch nachvollziehbar.
Racial Profiling wäre es, wenn wir ohne Anlass im Einzelfall Leute nach ihrem Aussehen kontrollieren würden. Das machen wir aber nicht. Mhm. Also Gefahr erkannt, Gefahr gebannt gibt es nicht. Ja. Es gibt ja zahlreiche Beispiele. Wir hatten eben schon über den Girlie gesprochen. Das ist einer dieser sogenannten gefährlichen Orte in Berlin. Mhm. Immer wieder werden dort auch rassistische Kontrollen bekannt. Wir hatten dort auch den Umstand, dass ein Lokalinhaber direkt am Girlie eben einen Zettel aufgehängt hatte, hier werden keine Schwarzen bedient. Später hat er dann gesagt, es geht mir nur um die Dealer, egal welche Hautfarbe, die will ich hier im Laden nicht haben. Ja. Aber auch dort sind sozusagen die Konnotationen wieder klar. Bestimmt hat er von der Polizei die Argumentation Hilfe bekommen. Wahrscheinlich, ja. Wir hatten konkret den Fall in der Gürtelstraße in Friedrichshain. Da will ich auch noch kurz drauf eingehen. Das war im August 2014. Hintergrund war, das wissen wahrscheinlich hier die meisten, aber ich umschreibe es mal ganz kurz, eine Flüchtlingsunterkunft in der Gürtelstraße war belegt worden mit vielen ehemaligen Bewohnern des Oranienplatzes. Diese Menschen sollten dort die Unterkunft wieder verlassen. Einige sind aufs Dach gegangen, etwa ein Dutzend der Personen, und haben sich geweigert, die Unterkunft zu verlassen, haben auf ihre Situation aufmerksam machen wollen, auf die gebrochenen Absprachen des Senats. In der Konsequenz wurde dann die gesamte Gegend abgesperrt. Das Interessante war halt, dass dort die Befürchtungen geäußert wurden, dass zusätzliche Refugees von anderen Orten sozusagen auf das Dach der Gürtelstraße kommen wollen und dass man sozusagen durch die eh schon schwer bewachte Unterkunft dann nochmal zusätzlich verhindern wollte, dass dort Geflüchtete von anderen Orten eben zu dieser Unterkunft kommen. Das hat sich dann eben auch auf diese Kontrollen ausgewirkt. Und dann wurden mir immer wieder Berichte zugetragen von Menschen, die gesagt haben, dass die Gäste der Bewohner der Gürtelstraße unterschiedlich behandelt werden. Ich habe mir da ein bisschen was notiert. Ich will da nur zwei, drei Fälle vorlesen. Also es sind insgesamt vier Seiten, die ich mir notiert habe von Anwohnern dort. Aber wie gesagt, ich will da einfach nur zwei, drei Fälle mir rauspicken. Mittwoch, 27. August, 22.15 Uhr, es kamen zwei Gäste in die Gürtelstraße, haben dort an der Gürtelstraße Ecke Scharnweber gewartet. Dabei handelte es sich um eine männlich hellhäutige und eine weibliche dunkelhäutige Person. Der Ausweis der dunkelhäutigen Person wurde kontrolliert, der männlichen Person nicht. Eine Begründung wurde auf Nachfrage nicht gegeben. Mittwoch, gleicher Tag, 18 Uhr, zwei hellhäutige Personen an der Gürtelstraße Ecke Oderstraße wurden problemlos vorbeigelassen. Einen Tag später, Donnerstag, 18 Uhr, wird eine weibliche dunkelhäutige Person an der Gürtelstraße Ecke Oderstraße problemlos durchgelassen. Halbe Stunde später, 18.30 Uhr, wird eine männliche dunkelhäutige Person von der gleichen Beamtin nicht durchgelassen und muss dann nach längerer Diskussion abgeholt werden. Also auch wieder der Fall, dass dann die eine hellhäutige Person sagt, ich will durch, und wird dann direkt durchgelassen und darf dann zum Haus gehen. Die andere Person muss dann eben abgeholt werden, da muss dann jemand aus der Wohnung raus, den ganzen Weg bis zur Absperrung, um dann die Person abzuholen und so weiter und so fort. Also das lässt sich hier auf viele Seiten sozusagen nachlesen, dass hier einfach eine sehr ungleiche Behandlung stattgefunden hat seitens der Polizei. Ich fand die Begründung so absurd, dass man befürchtet, dass dort geflüchtete Personen, die ja natürlich alle schwarz sind, wie man weiß, versuchen, auf das Dach zu gelangen, durch diese durch die Kontrollen an dieser schwer bewachten Unterkunft dann hochgehen, sich solidarisieren und sich dann mit aufs Dach stellen. Und dass es dann ja einen großen Unterschied macht, ob das jetzt gerade 11 oder irgendwie dann vielleicht 14 oder 15 Personen sind. Und dass das dann wirklich diese Auswirkungen hat, dass dann an den Kontrollen eben einfach Menschen völlig unterschiedlich behandelt werden, offensichtlich auch, also von den gleichen Leuten in einem ähnlichen Zeitraum. Ja, also das sind so ein paar Beispiele hier aus Berlin. Ich schätze, dass es da viele weitere Beispiele geben wird. Also wir haben fast täglich solche Beispiele, dass die Leute kommen. Jetzt vor ein paar Tagen ein Mann, der in der Moschee in der Wiener Straße nach dem Gebet ist, ja mit seinem Freund bis Treptower Park gelaufen.
S-Bahnhof Treptower Park. Und dann ist er alleine zurückgelaufen und über diesen Teil von Görlitzer Park, was Lohmühlen-Ecke ist. Und dort hat er eine Ecke gefunden und hat er sich da hingesetzt und sein Deutschkursbücher ausgepackt und war dabei zu lernen. Und in dem Moment kam die Polizei und hat ihn gesagt, ja, da sind irgendwo gibt es Tüten, Marihuana-Tüten, und da sind von ihm. Er hat gesagt, ja, dann nimm, heb auf und die überprüft, ob da mein Fingerabdruck ist, auf dieser Tüte ist, was du gefunden hast. Dann kannst du sagen, ja, ich habe das gemacht, ich habe kein Problem, ich komme mit dir zur Polizeiwache, nimm meinen Fingerabdruck und nimm auch Fingerabdruck von dieser Tüte. Und die haben gesagt, nee, brauchen wir nicht, wir wissen schon, dass du das gemacht hast. Und dann haben sie ihn mitgenommen. Und da im Park musste er vor allen Menschen seine Hose ausziehen, um zu zeigen, dass er kein Drogen unter der Hose versteckt hat. Ganz offensichtliche Schikane, um zu zeigen, du darfst hier nicht rein. Hm. Görlitzer Park ist No-Go-Area für schwarze Menschen, das musst du doch wissen. Hm. Warum kommst du hier rein? Und in dieser Weise natürlich, es gibt auch Nebeneffekte von dieser ganzen Görlitzer Geschichte. Das Görlitzer Park wird immer sauberer, in Anführungszeichen. Görlitzer Park gegen wird immer bürgerlicher. Und dann gibt es Nebeneffekt, wie die Bewohner dieser Gegend werden auch langsam ausgetauscht mit anderen Bewohnern, ja, die in dieser ganzen Gegend mit anderen Geldmitteln an die bessere Wohnungen kommen und die Charakter dieser ganzen Gegend zu ändern. Also da sind die Nebeneffekte auch von sogenannte Drogenbekämpfung. Und eine wichtige Sache ist einfach zu sehen, dass Racial Profiling ganz unterschiedliche Legitimationsmuster findet, aber es halt daraus resultiert, dass Rassismus gesellschaftliches Problem ist. Mhm. Und das ist auch, also bis hin zu, man braucht es überhaupt nicht legitimieren. Viele Menschen trauen sich auch nicht oder wissen nicht um ihre Rechte, trauen sich nicht zu hinterfragen oder, wie schon gesagt, auch das ganze Prozedere, was danach folgt. Warum sollte ich mir das antun, jetzt wegen einer Kontrolle, der ich mich vielleicht nicht hätte aussetzen müssen, dann den Beschwerdeweg zu gehen? Ich muss mich auch bei der Polizei beschweren. Macht es überhaupt Sinn? Oder eben das auch weiterzutragen in einem juristischen Kontext? Aber ich finde auch andere Beispiele, es ist ja auch eine Normalität für People of Color und schwarze Menschen. Also wenn es um zum Beispiel Disco-Einlass geht oder so, Racial Profiling passiert ja nicht nur mit der Polizei, sondern in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten und ist auf eine gewisse Art und Weise Normalität. Und das ist unschön, weil es Leute halt zum Schweigen bringt. Also eigentlich sind wir gerade an einem Punkt, wo mehr und mehr Leute eben anfangen, darüber zu sprechen, weil seit Generationen ist das ganz normal für Menschen, von der Polizei auf diese Art und Weise kontrolliert zu werden, nicht in Clubs reinzukommen oder Fahrkartenkontrolleure und so weiter und so fort. Also es ist Ich würde nochmal zwei dieser Legitimationsgrundlagen kurz nennen wollen, die auch gerade schon angesprochen wurden. Eine konkrete Gesetzesgrundlage in Berlin, die eben auch Racial Profiling eine Grundlage gibt, ist letztendlich im Allgemeinsicherheits- und Ordnungsgesetz, ASOG. Das ist Artikel 21 Absatz 2 1a BB. Also es geht um die Identitätsfeststellung. Das ist der ganze Bereich, wo zum einen eben diese gefährlichen Orte gekennzeichnet sind. Und zum anderen heißt es dann eben, die Polizei kann ferner die Identität feststellen, wenn die Person sich an einem Ort aufhält, von dem die Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich dort Personen treffen, die gegebenenfalls aufenthaltsrechtliche Strafvorschriften verstoßen. Also das ist schon sehr interessant, dass von den vielen, vielen Straftatbeständen, die es gibt, eben tatsächlich aufenthaltsrechtliche Strafvorschriften explizit genannt werden in diesem Absatz des Paragraphen. Das ist diese Aufteilung. Deutschland, also du gehörst nicht zu Deutschland, du gehörst nicht zu Deutschland. Das ist
von dem die Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass. Und dann kann man sich natürlich fragen, was für Tatsachen können das denn sein? Ja. Also wie sieht denn jemand aus, der möglicherweise gegen aufenthaltsrechtliche Strafvorschriften verstößt? Welche Tatsachen könnten das denn sein? Ist das jemand, der besonders großen Rucksack trägt, ja, weil er weit gereist ist oder so? Also das ist klar, dass das in schon eben eine sehr... Also Problem ist, glaube ich, auch ein Stück weit, dass vielleicht sogar viele Polizeibeamtinnen, die sich letztendlich diesem ganzen Muster eigentlich gar nicht so sehr ergeben wollen, letztendlich aber auch durch Gesetzesgrundlage in diese Richtung auch gedrückt werden, auch geschubst werden. Das rechtfertigt es nicht, das entschuldigt es auch nicht, aber es ist schon so, dass eben die Gesetze auch in diese Richtung gehen. Wir hatten, also die Piratenfraktion hatte im Februar 2014 einen Antrag dazu eingebracht, sowohl zur Abschaffung der kriminalitätsbelasteten Orte als auch zur ersatzlosen Streichung dieser Identitätsfeststellung nach potenzieller aufenthaltsrechtlicher Strafvorschriftenverstoßes. Antrag ist natürlich abgelehnt worden. Leider haben sich auch die Grünen enthalten bei der Besprechung dieses Antrags. Aber wir haben das zumindest nochmal thematisiert. Das andere ist natürlich die Diskriminierung über die polizeiliche Kriminalstatistik. Auch das ist wieder was sozusagen in diesen ganzen Bereich ethnische Diskriminierung letztendlich auch reinspielt. Da haben wir gefordert, dass der Senat die Merkmale Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund von Tatverdächtigen in der polizeilichen Kriminalstatistik nicht weiter aufführt und sich auch eben darum bemüht, dass das für die Bundesebene genauso gehandhabt wird. Also das sind zwei Bereiche, in denen wir versucht haben, auch die aktuelle Situation zu verändern. Also letztendlich unterscheidet sich, vielleicht um das nochmal zusammenzufassen, Berlin nicht so stark von der Situation auf Bundesebene. Wir haben andere Legitimationsgrundlagen, andere Erklärungsmuster für das gleiche Verhalten von der Polizei hier im Land. Und wir haben letztendlich auch die gleichen oder ähnliche Versuche an der Gesetzesgrundlage was zu verändern, die auch abgeblockt werden, auch auf Ignoranz und auf Beharrung stoßen. Ja, wenn Sie dazu jetzt nicht nochmal direkt was sagen wollen, dann würde ich das auch erstmal direkt an die bitte. Runde geben. Wir haben ja viele Gäste heute, die eben auch zu dem Thema gerne diskutieren wollen. Wir haben auch ein Mikro, wunderbar. Ein Punkt, der mich tatsächlich irgendwie interessiert, ist, ich habe längere Zeit, also ich habe ein Jahr in Glasgow gelebt, ich habe viel Zeit in Frankreich verbracht und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da dieses rassistische Ding irgendwie anders ist. Einerseits Frankreich ist wesentlich bunter, Frankreich gesteht sich mittlerweile ein, eine Kolonialgeschichte zu haben, gesteht sich mittlerweile teilweise ein, dass auch die Kolonialbürger Bürger des Landes sind und damit gleich behandelt werden müssen. Hat ein bisschen gedauert, aber so langsam kommt man da an. Und in Großbritannien, also in Glasgow ganz besonders, hatte ich irgendwie das Gefühl, es geht überhaupt gar nicht um Rassismus. Da haben wir einen Religionskonflikt. Irgendwie da ist katholisch-protestantisch und das kann man dummerweise den Leuten nicht anschauen, bis sie irgendwie ein Fußballtrikot anziehen. Also kann es eventuell sein, dass diese beiden Staaten, Frankreich und Großbritannien, einfach anders damit umgehen, weil sie eine wesentlich längere Geschichte haben mit farbigen oder andersfarbigen Menschen auf ihren Straßen, in ihren Herrschaftsgebieten, in ihrer Einflusssphäre und da einfach auch schon ein paar Jahrzehnte mehr rumdoktoren. Ich meine, Deutschland hat auch eine sehr, sehr lange Einwanderungsgeschichte, aber das ist polnische Einwanderung gewesen, ganz, ganz viel. Italienische Einwanderung und sonst woher und die sind halt hellhäutig und christlich und fügen sich dann relativ nahtlos hier ein. Mhm. Behalt man das Mikro einfach da. Genau. Wir haben ja welche. Also ich glaube, das ist eben auch so Teil der deutschen Geschichte, schwarze Menschen unsichtbar zu machen in der Geschichte, weil schwarze Menschen gibt es auch schon ganz lange, aber wir werden halt nicht rezipiert in der Geschichtsschreibung. Mhm. Ich glaube nicht, dass das anders ist in Frankreich oder in Großbritannien, weil das was mit der
Geschichte des Kolonialismus zu tun hat, sondern ich denke tatsächlich, also wenn man nach Frankreich geht, gibt es da genauso Racial Profiling. Da gab es 2013 den Versuch, so eine Sammelklage zu machen, die abgewiesen wurde. Das Problem wird dort eben von Betroffenen probiert, sichtbar zu machen, aber von staatlicher Seite total geblockt. Racial Profiling ist da genauso Alltag von schwarzen Menschen und gerade in den Banlieues, wo Menschen extrem marginalisiert leben. Deswegen würde ich da nicht sagen, dass das anders ist. Und ich finde, in Großbritannien hat der Mark Duggan Case, das war 2011, als es die Riots gab, gezeigt, dass Racial Profiling auch ein ganz brandaktuelles Thema ist. Und dass selbst wenn im öffentlichen Diskurs das schwarze Menschen mehr sichtbar sind oder People of Color mehr sichtbar sind, dass es nicht dazu führt, dass Rassismus aktiv angegangen wird oder dass, und vor allem, das ist das Problem, wenn das nicht passiert, dann sitzt man da auf einem Pulverfass langfristig und es führt dann in solchen Momenten, wo zum Beispiel Mark Duggan verstorben ist und der Familie wurde nicht mal Bescheid gesagt und da standen Menschen vor dem Polizeipräsidium und haben gewartet und gewartet und gewartet. Das sind dann so Momente, wo was ausbricht, was aber die ganze Zeit da ist. Und ich glaube, was tatsächlich in Frankreich und Großbritannien besser läuft, aber auch in den Niederlanden, ist das Selbstimage, sich selbst darzustellen. Und in Deutschland ist es ganz klar, es gibt diese Narrative nicht so stark zu sagen, wir sind Teil der Republik, das ist richtig. Aber das heißt nicht, dass struktureller Rassismus weniger Teil der Alltagserfahrungen von Menschen in den anderen Ländern sind. Ist. Also meine Erfahrung in Frankreich ist, dass Frankreich sagt immer, wir sind, das ist eine Republik und alle sind Republiksbürger. Es gibt keinen Unterschied und dadurch versuchen sie natürlich zu verleugnen Rassismus. Frankreich, es gibt ja auch ein anderes Staatsangehörigkeitsrecht als in Deutschland. Ja, Staatsangehörigkeitsrecht ist anders. Aber dass diese Unterschiede gibt, dass die unterschiedlichen Menschen dort sind, das wird alles verleugnet und trotzdem wird massiv nach rassistischen Kriterien und so weiter gearbeitet. Großbritannien hat eine andere Geschichte, nicht weil jetzt die britische Regierung anders denkt, aber Großbritannien hatte sehr lange, sehr starke Widerstandstradition, der aus Karibik, aus Indien, aus Pakistan, Bangladesch eingewanderte Menschen, die auch britische Labour-Bewegung ziemlich sozusagen beeinflusst haben. Und das ist, was in Deutschland nicht stattgefunden hat, meines Erachtens. Auch die Italiener, die am Anfang sehr massiv in die Gewerkschaft eingemischt haben, protestiert haben, gestreikt haben, italienische Arbeiter wurden als Kommunisten dann wieder zurückgeschickt. Und ganz, ganz am Anfang, so in der 50er Jahre schon. Aber Deutschland ist auch im Gegensatz zu Frankreich und Großbritannien ist ein Harmonieland. Hier sind alle, also Sie sehen schon über die Jahre, politische Parteien, politische Gruppen, alle sind zusammen. Also die gehen in die Regierung, die machen fortschrittliche Arbeit in der Regierung, wollen alle nicht, diese multikulturelle Gesellschaft wollen sie nicht alle verleugnen, auch sogar Angela Merkel sagt heute schon, ja, Deutschland, wie, Islam gehört zu Deutschland und also so. Es ist ein Harmonieland, deswegen hat in Deutschland keine so wahnsinnig starke und ich sage militante Widerstandsbewegung gegeben, auch von Migrantinnen und Migranten oder Schwarzen und sonst was. So starke militante Bewegung ist abwesend. Das ist vielleicht der Unterschied, aber nicht jetzt, was Jamie auch gesagt hat, dass Rassismus in allen diesen Ländern vorhanden. Weitere Fragen oder Wortbeiträge? Ja. Bitte. Olli. Ja, hallo erstmal und schön, hallo, dass ihr da seid. Ja. Was mir in diesem in der gesamten Rassismusdebatte in Deutschland halt immer wieder auffällt, ist, dass das Wort Rassismus in der öffentlichen Debatte einfach überhaupt nicht stattfindet. Bei sämtlichen rassistischen Übergriffen, bei Angriffen wird immer dieser komische Begriff fremdenfeindlich benutzt. Gegenüber Opfern
also Menschen, die in der teilweise dritten, vierten Generation in Deutschland leben, wird ein Fremdenbegriff benutzt, der sich eigentlich nur auf ein völkisches Gedankengut zurückführen lässt, indem man annimmt, dass es irgendwie diesen deutschen Volkskörper gäbe, der vom Staatsangehörigkeitsrecht völlig losgelöst existiert. Und der hat bestimmt auch historisch einiges mit dem deutschen Nationbuilding zu tun, das ja dann nochmal ein ganzes Stück anders abgelaufen ist als in vielen anderen Ländern, speziell in anderen europäischen Ländern. Aber es verwundert mich an der Stelle, dass eine doch recht aufgeklärt wirkende Presse in Deutschland nicht über diesen Begriff der Fremdenfeindlichkeit hinauswachsen kann, denn so wie es dargestellt wird, ist halt Rassismus immer woanders. Rassismus ist USA, Rassismus ist Südafrika und... oder nur bei Nazis. Ja, und eben Nazis. Im historischen Kontext gibt es das ja auch. Aber heutzutage in unserer Gesellschaft gibt es keinen Rassismus. Und das erinnert mich sehr stark an diese... in der DDR, also diese Verleugnung von Antisemitismus, so wie er in der DDR stattfand, wo man im DDR-Lexikon nachlesen konnte, ja, Antisemitismus ist Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer jüdischen Herkunft oder ihres jüdischen Glaubens im Kapitalismus. Aber eben nicht bei uns, wir haben das schon längst überwunden. So wirkt es halt. So, bei uns kann es keinen Rassismus geben, weil wir sind ja eine demokratische, aufgeklärte Gesellschaft. Ja, es wäre ja gegen das Grundgesetz. Genau. Ja, also, Rassismus wäre gegen das Grundgesetz, also kann es das hier nicht geben, außer bei Nazis. Ja. Ja, und Sie sehen das auch, also wir sehen doch, dass dieser ganze NSU-Untersuchungsausschusspapieren und etc. und darauf folgende sogar neue Gesetzesänderungen von Heiko Maas jetzt neu, die er als sogenannte Hate Crime, also Hasskriminalitätsgesetz, verkauft hat, auch da erwähnt er Rassismus nebenbei, aber Fremdenfeindlichkeit. Er sagt Fremdenfeindlichkeit. Also das heißt, es ist schon ein Begriff, womit Deutschland arbeitet, sozusagen. Und ich glaube, es ist auch sehr bequem. Also wenn man über Rassismus spricht, muss man über Macht sprechen, über Strukturen, über wo sitzt er. Und Feindlichkeit ist sehr individuell. Ne? Also es sind so, irgendwer mag auch Leute nicht. Und ne? Also es bleibt so nett und niedlich und es ist nicht so gravierend. Aber Rassismus ist gravierend. Und Rassismus ist halt was ja, weil es unangenehm ist, wird halt oft nicht drüber gesprochen. Rassismus ist ein System. Und da muss man System untersuchen. Ja. Fremdenfeindlich hat kein System. Ja. Sondern das ist ja. Und der Mangel liegt eben nicht im System oder so, sondern bei jenen, die fremd sind. Also es sind zu viele oft in diesem Kontext, sind, ne? Mhm. Und die Betroffenen sind letztlich beide jene, sind die schuld. In den Fokus rücken. Ja. Weitere Wortbeiträge, Fragen? Mir ist heute der Begriff des Racial Profilings ein bisschen klarer geworden. Ich war davon ausgegangen, dass es sowas Ähnliches sei wie Profiling zum Beispiel nach Gewaltverbrechen. Also dass zum Beispiel jetzt irgendwie die Polizei eine interne Dienstanweisung hat, schwarze Menschen häufiger zu kontrollieren. Aber so wie ich jetzt heute euch verstanden habe, ist es ja so, dass das Racial Profiling so auf der individuellen Ebene der Beamten sozusagen stattfindet, dass sie halt selber sozusagen mit ihren rassistischen Schemata irgendwie an eine Situation rangehen und sagen, okay, jetzt muss ich da oder jetzt finde ich es sinnvoll, diese Non-White-Person zu kontrollieren. Das war mir nicht klar. Was ich gerne wissen würde, ist, gibt es irgendwie Formen, von denen ihr euch vorstellen könntet, dass es für weiße Leute möglich wäre, sich zu solidarisieren? Also mir ist es aufgefallen, ich bin 2,5 Jahre lang jeden Tag 2-mal durch den Heidelberger Hauptbahnhof gelaufen und da standen immer mindestens 2 Polizisten neben dieser einen Buchhandlung und haben auch ständig, also fast jeden Tag, irgendwen am Kontrollieren gehabt und zwar nicht weiße Leute. Also und das hat mich schon so geärgert, dass ich schon ernsthaft überlegt habe, da irgendwie mit meinem Ausweis zu wedeln und zu sagen, wollt ihr mich auch mal kontrollieren? Also ich laufe hier seit 2,5 Jahren ständig an euch vorbei. Hi, ich bin auch da. Aber ich habe mich das dann nicht getraut, weil ich auch Angst habe vor denen. Oder im Zug, als nur ich und ein schwarzer Mann da waren und Polizisten halt reingekommen sind, den kontrolliert haben und wieder rausgegangen sind. Dann habe ich auch gedacht, hätte ich jetzt irgendwie mal sagen können, hi, wollt ihr mich auch kontrollieren? Oder also könnt ihr euch da irgendwie was Sinnvolles vorstellen, was man irgendwie als Mensch tun kann, der irgendwie
was ändern will? Also das Erste ist, ich muss sagen, bestimmt habe ich etwas ganz falsch dargestellt. Ich meinte nicht, Racial Profiling ist das eine, dass der individuelle Polizeibeamte oder Beamtin das ausdenkt und entsprechend handelt, sondern auch, wie du sagst, es ist auch eine interne Anweisung bestimmt. Ja? Geh nach Kreuzberg, Kölitzer Park, Kölitzer Bahnhof gegen und kontrolliere jeden Schwarzen. Das kann ich mir gut vorstellen. Also das ist, die einzelnen Polizeibeamten werden nie selbstständig so arbeiten, sondern ohne Anweisung. Die Polizei ist eine wie Militär. Das hat so eine Kommandostruktur. Und der Commander sagt, was sie zu tun haben. Das Fußvolk entscheidet nicht. Wobei nicht alles vielleicht explizit ausgesprochen explizit wird. Brauchen sie nicht. Also, und es kommt auch nicht direkt von Herrn Kant alle die Anweisungen, sondern von oben sickert nach unten, wie bei Kommandostrukturen so sind. Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Ebenen, die da einfach wirken. Also wir haben das nationale Selbstverständnis, was schwarze Menschen, People of Color, nicht weiße Menschen ausgliedert. Dann gibt es natürlich die Gesetzeslage, die dem Vorschub leistet, also illegalisierte Migration zu verhindern. Und das spielt dann da mit rein. Dann gibt es natürlich den Komplex der Polizei, der natürlich auch darauf, da ist immer irgendwer vor dir. Du stehst nie isoliert in diesem Kontext, sondern das war schon immer so. Wir haben immer nach diesen Kriterien kontrolliert. Und dann hast du das Individuum, was ja auch aus einem Sozialisationskontext kommt, der wieder in den nationalen Kontext reinspielt. Das heißt, wir werden so geprägt, weiße Menschen als deutsch zu sehen und nicht weiße Menschen als nicht deutsch zu sehen. Und ich glaube, das alles spielt zusammen. Und das Zweite ist auch, wie gesagt, dieses Beispiel habe ich am Anfang gegeben von der Frau, die gesagt hat, das ist rassistisch und jetzt hat sie am Hals sozusagen ein Verfahren. Das ist eine Möglichkeit. Sie war an diesem Ort, Frankfurter Tor? Nein, nicht Frankfurter Allee. Der S-Bahnhof. Wo S-Bahnhof? Frankfurter Tor ist kein S-Bahnhof, sondern, genau, da. Und dort gab es ein Fest irgendwo in der Nähe und sie waren auch da, sie und ihre Freundin. Und dann auf dem Weg zurück hat sie gesehen, dass ein schwarzer Mensch wurde dort kontrolliert. Also, dann ist sie da hingegangen und dann hat eine Frau von diesen zwei den Polizeibeamten gefragt, warum sie das machen. Das ist doch eigentlich nicht richtig, was sie tun, weil so viele Menschen hier vorbeilaufen, auch weiße Menschen, die nicht kontrolliert werden und gerade er, dass sieht wie rassistische Polizeikontrolle. Und dann haben sie erstmal gesagt, nee, gehen Sie weg, Sie stören uns. Dann, aber sie waren ein bisschen penetrante Leute, die haben dann immer wieder gefragt. Und dann diese Zuge dieser Auseinandersetzung hat dann einer gesagt, Sie haben mich Rassist genannt. Sie hat gesagt, nein, ich habe Sie nicht Rassist genannt. Ich habe das und das gesagt. Und immer wieder wiederholt. Und dann hat sie oder hat er Verstärkung gerufen. Und dann kamen zwei anderen dazu und die gar nicht dort waren. Einer sagte, ja, ich habe gehört, sie haben gesagt, er ist Nazi. Ja, so. Natürlich, das ist nicht nur einmal, es gab viele solche Beispiele, wo die Leute protestiert haben, gesagt haben, das ist, also wollte ich nur damit sagen, es ist möglich. Risiko ist immer da, dass sie auch von der Polizei irgendwie beschuldigt werden. Daher, es ist natürlich, wäre nicht schlecht, wenn sie zu zweit oder zu dritt sind, vielleicht sehr stark aufzutreten und zu sagen, aber auch wenn sie alleine sind, gibt es Möglichkeiten zu fragen, mindestens stehen zu bleiben und das Ganze so zu betrachten, dass der kontrollierte Mensch das Gefühl bekommt,
aha, sie steht eigentlich für mich. Also sie sieht das als ungerecht, das Ganze. Das kann man auch schon signalisieren. Und dann am Ende können sie natürlich, wenn sie Zeit haben, auch ihre irgendwelche Telefonnummer von irgendwelcher Beratungsstelle, also unsere Beratungsstelle, Telefonnummer können sie immer so geben und sagen, guck mal, ich habe das Ganze gesehen und wenn du willst, wir können beide diese Beratungsstelle anrufen und dann die Beratungsstelle wird auch meine Telefonnummer bekommen und du kannst auch deine geben und eine Beratung holen, was man dagegen machen kann und wir werden die Leute beraten. Also man kann das machen. Wir haben auch auf COP-Seite, also COP hat eine Seite, heißt COP-Berlin.de. Auf dieser Seite gibt es etwas wie, was kann man machen? Und wir haben da genau wegen dieser Art von Fragen, die Sie jetzt gerade gestellt haben, mit dem Titel Du musst keine Heldin sein, haben wir ein paar Erfahrungen zusammengetragen als Hilfeleistung sozusagen. Und das können Sie lesen, dann werden Sie merken, auch unter dieser Ebene, dass Sie sehr konfrontativ mit der Polizei umgehen, auch unter dieser Ebene gibt es Möglichkeiten, wie man dagegen was vorgehen kann. Jetzt zur Telefonnummer. Mhm. Es gibt eine Telefonnummer von Reach Out Beratungsstelle, heißt 6, also in Berlin 030 695 683 39. Auch wenn die Menschen, die nicht direkt betroffen sind, aber mit Betroffenen sympathisieren und was unternehmen wollen, kann ich auch sprechen. Und wenn Sie jetzt also unglücklicherweise auch noch sozusagen in diesen Mühlen der Justiz landen, dann würden wir sie auch unterstützen. Super. Ich habe noch eine, ich habe auch so eine Erfahrung gemacht neulich, die wollte ich jetzt mal ganz kurz. Bitte. weil Sie das meinten, dass die beiden Frauen da rumstanden und dann kam plötzlich irgendwer, der gar nicht nichts gehört hat, meinte, ich habe es genau gehört, Sie haben ihn gerade Nazi genannt. Also das ist ja echt ein krasses Muster irgendwie letztendlich, ne? Also wenn sich das so bewahrheitet, dass es halt wirklich so ein Schema ist, was sich da jetzt abspielt. Ich hatte neulich auch so eine Situation gehabt. Ich war abends spät in der Nacht. Ich wollte eigentlich noch ins Bett, war an der Janowitzbrücke und habe auf die S-Bahn gewartet. Habe dann zufällig aus dem Augenwinkel gesehen, dass da drei Polizeibeamte gerade jemand so kontrolliert haben, der so ein bisschen asiatisch aussah. Bin ich halt einfach mal rüber, habe mir das angeguckt und habe die dann angesprochen, hallo, was machen Sie denn gerade? Weil die halt gerade gewartet haben auf eine Rückmeldung, konnten sie mir nicht sagen, gehen Sie mal weg, Sie stören uns, weil die hatten einfach nichts zu tun, dann ist das halt nicht glaubwürdig. haben mich erstmal so ein bisschen blöd angemacht, da meinte ich halt, naja, ich frage jetzt einfach gerade nach Ihrer gesetzlichen Grundlage, auf der Sie gerade handeln. Und als ich das Wort gesetzliche Grundlage ausgesprochen habe, oder die beiden Wörter, hat er sich wirklich zu mir umgedreht, hat mich angeguckt wie so ein Nilpferd und hat gesagt, und jetzt nennen Sie mich gleich Rassist. Kein Witz. Ja, das war der eine Satz und das war der nächste Satz. Dazwischen war keine fehlende Konversation oder so. Also, dass da sozusagen vielleicht noch fünf Sätze fehlen und sich das hocheskaliert, ist ja noch nachvollziehbar. Aber dass ich freundlich sage, ich wüsste gerne die gesetzliche Grundlage, auf der Sie gerade diesen Menschen hier kontrollieren, und der sagt, und gleich nennen Sie mich Rassist, das fand ich schon wirklich so eine Synapsenleistung von dem. Er hat anscheinend die ganze Konversation schon durchgespielt bis zu dieser Antwort von ihm. Und hat mir einfach die Mühe erspart, diese ganzen weiteren Sätze und Nachfragen und so weiter noch auszusprechen, und hat dann einfach das Ende der Konversation schon vorweggenommen. Fand ich auf einer gewissen Ebene auch sehr freundlich, weil er mir auch Arbeit erspart hat letztendlich. Und dann? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich habe sie nicht Rassist genannt, sondern ich wüsste gerne die gesetzliche Grundlage, und dann hat er mir ein paar Sätze später dann eben auch gesagt, dass es dieser 23er im Bundesgesetz ist. An der Janowitzbrücke. An der Janowitzbrücke, ja. Fährt er die Bundesbahn? Nee, Brücke nicht, meinte Janowitz S-Bahnhof, S-Bahn-Station, oder?
Genau. Ja, ja, nicht die auf der Brücke, sondern... Ja, aber du hast gesagt, Grundlage, die er dir nannte, war Bundespolizeigesetz. Ja, 23. Ja, aber es ist, wenn da keine Bundesbahn fährt, ist es... Nee, S-Bahn ist Bundespolizei. S-Bahn-Station wird von der Bundespolizei. Bundespolizei, genau. Ja. Ja, also jedenfalls, die haben den dann gehen lassen und dann war mir das auch egal, dann bin ich auch weggegangen. Aber also da scheint wirklich so eine Konnotation zu sein, dann oder so eine... Ja. Ja, wir haben so viele solche Fälle, wo die Leute dann verantworten müssten, dass sie Rassist gesagt haben. Und sogar ein schwarzer Mensch, der wurde kontrolliert, der hat dann irgendwann mal gesagt, ich weiß doch, Sie kontrollieren mich, weil ich schwarz bin. Darauf haben sie konstruiert, er hat gesagt Rassist und er wurde dann verurteilt. Eine Zeugin, die das gesehen hatte und gesagt hatte, ja, ich habe nicht gehört, dass er gesagt hat, ich bin Rassist, ist sie dann sogar von der Staatsanwaltschaft wurde sie wegen falscher Aussage vom Gericht angezeigt und sie wurde auch verurteilt. Die Zeugin wurde verurteilt. Gut, die Zeugin war eine COP-Aktivistin, daher konnte sie das, also hat sie das so genommen und ja, verurteilt ist sie. Also ist halt grotesk. Man muss, grotesk, das ist grotesk. Ja, bitte. Sie hat eine Frage. Zwei Fragen, einmal zu dem Design von dem Fragebogen. Da wollte, also einfach so ein Gedanke, gesetzt im Fall, die Polizei würde sich jetzt wirklich immer ganz an der Realität da halten und dann auch immer das brav richtig ausfüllen, würde sich darin Racial Profiling nicht eigentlich nur noch manifestieren? Es ist dann zwar transparent und es legt sich dann da nieder und es wird festgehalten, aber im Endeffekt ist es dann legitimiert, indem es halt auf dem Papier halt einfach weiter besteht, aber daraus sich nicht, also ändert wirklich sich was konkret. Ja. Ja. Und ja, bitte. Soll ich die zweite? Nein, nein. Erstmal. Okay. Hm? Nee, ja, ich habe auch keine Illusion, dass sich sofort ändern wird, aber es gibt mehrere Effekte, die man erwarten kann. Und das ist ja auch nichts etwas Einmaliges, sondern zum Beispiel vor kurzem in New York gab es ein Verfahren, wo dann all diese Dokumente, all diese Fragebogen ausgewertet. Und dadurch gibt es jetzt in New York ein Verbot. Das heißt, die Polizei darf aufgrund von rassistischen, ethnischen Kriterien Menschen nicht stoppen, etc., etc. New York City hat, glaube ich, einmal 17 Millionen US-Dollar Schadensersatz an die betroffene Person gezahlt, einmal 32 Millionen Dollar. Also schon jetzt in den letzten zwei, drei Jahren hat New York sehr viele außergerichtliche Settlement gemacht und sowas gemacht. Und dann natürlich auch sehr wahnsinnig viel diskutiert wurden. Menschen sind bewusster geworden darüber, dass es sowas gibt und so. Also das ist der Effekt, was man erwarten kann, wenn die Polizeibeamten das ausfüllen. Dann müssen sie auf Anfrage, so wie, wie heißt das, das Recht zu einzusehen, ja, diese Informationsfreiheitsgesetz. Dadurch kann man all diese Sachen dann sehen, auswerten. Wissenschaft kann das auswerten. Abgeordneten können das in ihre Arbeit sozusagen einbeziehen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Und ich denke, ohne jetzt Illusionen zu verbreiten, wenn die Polizisten das tun, dann natürlich werden sie erstmal zweimal nachdenken,
was schreibe ich? Eigentlich habe ich doch nur wegen seiner Hautfarbe. Aber wie soll ich das begründen? Hier, dieses Formular ausfüllen, wie soll ich begründen? Es gibt doch keinen Grund, warum ich jemanden da festgehalten habe und sein Papier kontrolliere. Das könnte ein Effekt sein, beziehungsweise der Polizeibeamte kann sagen, meine Güte, da muss ich auch noch ausfüllen, ich will das nicht. Das kann auch ein Effekt sein vielleicht. Also weiß ich nicht. Aber da sind die Erwartungen, die man hat. Ja. Es ist ja so angedacht, dass man eben einen Durchschlag bekommt. Ein Durchschlag ist an die kontrollierte Person auszuhändigen, da hat man noch was in der Hand für nachher. Dadurch wird nicht viel, also sofort verschwinden, aber halt in diesem Kampf gegen Racial Profiling eine Methode, das wie auch juristische Auseinandersetzung, die sind alle Methoden zu kämpfen, Menschen zu empowern auch. Eine zweite Frage? Ja, die zweite Frage war jetzt nochmal zu der Dokumentation von solchen Fällen. Also arbeitet ihr da auch auf Facebook und Twitter? Also ich meine, Schauhin gab es ja als Hashtag, der wurde ja irgendwann, also den kann man ja eigentlich, glaube ich, nicht mehr so wirklich benutzen. Aber gibt es da noch irgendwie Möglichkeiten, das dadurch noch weiter sichtbar zu machen? Seht ihr das noch als Option? Oder? Also was Schauhin betrifft, ich bin auch Mitgründerin von Schauhin. Und wurde ja gehijackt und so. Und ich glaube, das Problem mit Schauhin und dem Hashtag ist halt, auf Dauer kannst du es halt nicht am Leben erhalten, weil es wird langweilig. Du brauchst ein neues Format, um Leute dabei zu haben. Wir haben uns davon wegbewegt, oder nicht davon wegbewegt, natürlich Social Media immer noch total wichtig, aber wir machen so Edutainment-Sachen, was ist mit Reverse Racism und auch, ne, uns, genau. Deswegen, ich glaube, ich weiß nicht, ob die neuen, also gerade so Social Media wie Facebook und Twitter langfristig helfen können, das wirklich sichtbar zu machen. COP hat eine Möglichkeit gefunden, beziehungsweise dokumentiert, und das schon unglaublich lange. Vielleicht erzählst du das selbst, Biblop, weil das ist nee. So, ja? Es gibt eine COP-Chronik, die halt genau Fälle von Polizeigewalt und Racial Profiling aufgreift, verschriftlicht hat. Sich dieser Prozess hat sich auch gewandelt, nach und nach mehr Kriterien aufgefasst oder mit eingeflossen sind, nach denen abgefragt wird, mit den Betroffenen gesprochen wird, die erzählen ihre Geschichte, und es geht eben darum, auch Sichtbarkeit zu schaffen. Damit auch eben Counter-Narratives, ne? Also wir kennen meist dann die Perspektive der Polizei, die dann darüber spricht, und es ist meist auch die lautere, während jene, die betroffen sind, ein ganz kleines Forum nur bekommen, um zu sprechen. Was es halt auch viel gibt, was ich ganz gerne mag, sind Video-Testimonials. Es gibt einen Clip von OSF, der darüber spricht, und es geht gar nicht um präzise Fälle, sondern es geht darum, dass Betroffene darüber gesprochen haben, wie haben sie das empfunden, was hat es mit ihnen gemacht. Und das fand ich zum Beispiel ganz gut, und ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit zu arbeiten. Vielleicht nicht, weil Schreiben, also ganz ehrlich, ja, so in Zeiten wie heute, wenn man viel aufschreibt, wenig Leute lesen wirklich. Und ich glaube, so das, solche Sachen, ne? Filmen. Ja. Das mit den Videos ist eigentlich irgendwie ein sehr schönes Stichwort gewesen. Ich habe viele Fälle mitbekommen. Und eigentlich der Satz des Abends war: nehmen wir mal an, die Polizei hält sich an die Realität. Tut sie nämlich häufig nicht. Die Polizei erzählt ihre Geschichte, und die Polizei erzählt ihre Geschichte kongruent, und 3 bis 4 Beamte sagen vor Gericht mit dem gleichen Wortlaut aus, und irgendein Richter glaubt ihm das, und die Zeugin, die das Gegenteil sagt, wird dann wegen falscher Verdächtigung oder falscher Aussage verfolgt. Das ist ein auch altbekanntes Muster. Mir ist aufgefallen, dass man dieses altbekannte Muster langsam durchbrechen kann, indem man eigene Videos hat. Wenn man eigene Videos hat, wie dokumentiert wird, dass eine Widerstandsleistung nicht stattgefunden haben kann, dass eine rechtmäßige Polizeiaktion aufgrund des Zeitablaufes nicht stattgefunden haben kann, wenn man eigene Dokumente hat, wenn man eigene insbesondere Bilddokumente hat, dass der Narrativ der Polizei
nicht stimmen kann. Und irgendwie müssen wir das schaffen, ein Gegennarrativ zu schaffen. Irgendwie muss man das schaffen, ein Gegennarrativ zu schaffen und eine Gegenrealität. Und irgendwie dann eventuell auch mal Richtern und Richterinnen beibringen, dass Polizisten nicht glaubwürdig sind. Also ich denke, natürlich gibt es nicht ein bestimmtes Instrument, was alles widerlegen kann. Videobeweise sind sehr gut, aber Videobeweise sind real nicht machbar für diese alltägliche. Eine Demonstration, da kann man mit Videos rumlaufen, da ist tatsächlich in den letzten Jahren, auch die Polizeibeamten sind sehr vorsichtiger geworden, weil heutzutage braucht man auch kein Videogerät, sondern jeder hat, was weiß ich, das Smartphone und nimmt auch ständig auf. Also dadurch kommen vieles raus. Aber alltägliche Situation, ich bin hier nicht da und der Mensch ist vielleicht alleine mit dem Freund zusammen, der Freund vielleicht hat ein Smartphone, aber in dem Moment darf er nicht rausholen, weil er auch dann sozusagen verdächtigt wird oder was auch immer. Aber das, wovon Jamie jetzt gerade gesprochen haben, das, was wir im Kopf vorgenommen haben, ist diese Counter-Narrative zu präsentieren. Das ist zwar sehr, sehr wenige mit Macht ausgestattet, aber immerhin lesen immer mehr und mehr Menschen. Das ist das eine, und wir haben dadurch auch durch diese Sammlung von Material haben wir geschafft, einige auch Journalistinnen und Journalisten zu überzeugen, dass es vielleicht ein System gibt hinter dieser Art von Polizeiarbeit. Haben sie dann unser Thema aufgenommen und ein bisschen auch in die Öffentlichkeit gebracht. Das ist eine Möglichkeit, auch nicht die einzige, aber eine Möglichkeit. Ich selbst suche Unterstützung seit einigen Jahren, diese zum Beispiel Podcast. Wenn die Leute bereit sind, mit den Menschen, die zu uns kommen, zur Beratung, auch die, wenn man so eine Podcast machen könnte, dass man sagt, okay, dieser Mensch ist gekommen, seine Narrative, also seine Erzählung würde ich dann als Podcast dann ausstrahlen, denke ich, das hat schon auch einen Effekt, weil wir sehen, heutzutage viele Menschen schauen YouTube und solche Videos und erfahren von all diese Geschichten. Und natürlich sollen wir nicht vergessen, dass nicht nur, also Social Media macht keine Revolution, sondern man muss immer auf die Straße gehen auch. Mhm. Wir waren in Görlitzer Park im Sommer und haben wir dort Kundgebung gehalten, protestiert, laut geschrien und viele Menschen drumherum haben das wahrgenommen. Und ich denke, immer wenn wir das machen, dann werden Menschen immer mehr auch wahrnehmen. Und also so alles zusammen sozusagen, sowohl Social Media, Videos, Schreiben und etc. als auch auf die Straße gehen gemeinsam, also so zusammen als Paket müssen wir dann das Ganze vielleicht präsentieren und hat vielleicht einen Effekt, ja. Ich finde das gut. Wir hatten eigentlich ja so ein bisschen viele Sachen, die so ein bisschen auch wo man ein bisschen Gefahr läuft, so ein bisschen Mut und kraftlos auch zu werden, aufgezählt. Und jetzt ist es doch ein bisschen mehr in eine positive Richtung, was alles die Möglichkeiten sind, wie man sich auch wehren kann. Trotz all dieser schrecklichen Geschichte arbeite ich seit so vielen Jahren und immer noch. Also wenn ich keine Hoffnung hätte und nicht denken würde, dass sich nicht ändert, dann würde ich nicht mehr arbeiten. Ich glaube davon, ich bin überzeugt davon, dass sich ändern wird. Ich bin überzeugt und deswegen, trotz dieser schrecklichen Geschichte, die ich fast jeden Tag von Menschen höre, die erwachsene Menschen
50-jährige Menschen, die anfangen, ihre Geschichte zu erzählen, und dann können sie nicht mehr aufhören zu weinen. Die weinen ganze Zeit, sie können nicht mehr dann erzählen. Solche Geschichten höre ich tagtäglich. Aber ich weiß auch gleichzeitig, dass es bestimmt ändern wird, sonst würde ich nicht mehr arbeiten. Also so hoffnungslos bin ich nicht. Das gilt für dich wahrscheinlich auch, Jamie. Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Aber ja, genau, also ich habe ja auch viel über den Diskurs gesprochen, und ich glaube, der ändert sich halt langsam. Es ist ein Prozess, und diese Dinge dauern ein bisschen, aber ich denke, auch dass wir hier sitzen, ist halt, das hätten wir vor 4 Jahren wahrscheinlich nicht. Nee, genau. Aber ich habe auch eine Frage, ja, wenn ich fragen darf. Wie wir vorhin gesprochen haben, es gibt verschiedene Möglichkeiten und alles zusammen. Es gibt keine einzelne Möglichkeit, sondern mehrere. Und dazu hatte ich mal auch Piratenfraktion angesprochen. Und ich spreche nochmal an. Die Verfassungsklage. Gesetzgebung, also als Gesetzgeber, also diese Funktion haben Sie alle, also für Piratenfraktion, und das ist möglich. Das ist deswegen möglich, weil eine Fraktion muss nicht über alle Instanzen durch. Wenn eine Fraktion eine Verfassungsklage einreichen will, dann muss die Fraktion nicht über alle Instanzen durch, von unterste Verwaltungsgericht zu dem Bundesverwaltungsgericht, sondern direkt zum Berliner Verfassungsgericht kann man, also Berliner Verfassungsgericht oder auch, wenn es eine Bundestagsfraktion ist, dann Bundesverfassungsgericht direkt anzurufen und zu sagen, dieses Gesetz ist verfassungswidrig, wir wollen das. Wir werden das, wenn die Piratenfraktion das mitmacht, wir werden das kräftig unterstützen, auch juristisch unterstützen, werden wir schon. Und ich denke, auch das wird nicht natürlich alleine alles ändern, aber das wird eine ganz andere Debatte in der Gesellschaft hervorrufen. Mhm. Ja. Das ist ein von meiner Seite eine Frage an zwei Piraten-Fraktionsmitgliedern. Ja. Ja. Ich weiß, aber gleichzeitig hat der Justiz wir sind zu der Einschätzung gekommen, dass... Genau, aber das stimmt nicht. Ich habe das gelesen, seine Einschätzung. Er sagte, wir müssen von untersten Verwaltungsgericht gehen, aber da habe ich mich gewundert, dass... Bitte? Ach so. Also wir sind, wir beschäftigen uns auch weiter mit der Möglichkeit, da direkt das Verfassungsgericht anzurufen. Genau. Momentan ist unsere Einschätzung da noch nicht so ganz, noch nicht so ganz überzeugt. Ja, aber auch für diese Einschätzung, ich habe nichts dagegen, dass die andere unterschiedliche Einschätzungen haben, bin ich auch bereit, eine etwas breitere Diskussion zu haben mit der Piratenfraktion, wo die Piratenfraktion ihre Sichtweise juristisch und politisch präsentiert und wir dann unsere Sichtweise juristisch und politisch der Fraktion präsentieren und dann eine neue Stufe vielleicht erreichen. Wir lernen oder Sie lernen von uns. Okay, das ist jetzt ein Angebot zu einer Folgeveranstaltung, genau, also wo wir über das ASOG sprechen und über die Möglichkeiten. Genau. Wunderbar, das ist, bin ich einverstanden mit? Machen wir einen Termin aus? Genau, sehr gerne. Das heißt, wir haben... That's on the record. That's on the record. That's on the record. Jetzt ist er schon... Jetzt, ja, on the record. Jetzt sind wir verpflichtet. Okay, vielen Dank, dass ihr beide da wart und für die spannende Diskussion. Vielen Dank an alle, die heute mitdiskutiert haben oder einfach konsumiert haben, und alle, die sich das Video anschauen. Danke an Jan für die hervorragende Technik, wie ich vermute. ja, vielen Dank, und dann bis zur nächsten Veranstaltung und hoffentlich bis Samstag bis zur Demo am Cottbusser Tor und am Spreewaldplatz. Okay, danke vielmals. Danke.